So, und geht weiter mit einer neuen Runde Gold Rush. Wir stehen hier noch komplett im Dunkeln, was denn das Wort ist. Geld und so, was irgendwie. Wo ist unser ganzes Geld? Gold, Unzen, alles weg. Was war denn letztes Mal? Ich bin noch im Hangover irgendwie so, hä? Alles weg? Okay, das ist gerade irgendwie relativ uncool, bin mir nicht sicher. Was war denn da alles? Wasser? Wasser dahin? Wasser, Wasser, kein Wasser? Hä? Ist da oben Wasser drin? Kein Wasser. Hä? What the fuck? Da müsste doch eigentlich Wasser sein, in, out. Hä? Wie jetzt? What the fuck? Ah, da hinten. Lol, mit zwei Pumpen. Stimmt, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Okay. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Tankwagen. Haben wir einen Tankwagen? Ja, Tankwagen haben wir sogar. Kurz mal auffüllen. Ich weiß, es sieht aktuell wahrscheinlich gerade gar nichts oder fast nichts. So, einmal. Ja. Genau, wir brauchen mal schnell den Ding von da hinten. Sorry, wenn ihr das mal kurz nichts seht oder wahrscheinlich fast nichts erkennen könnt. Beziehungsweise ich könnte mal schnell ein bisschen die Helligkeit hochdrehen. Eventuell hinzufügen. Farbbrille? Nein, nein, nein. Eigenschaften. Ah, Filter, Filter, Filter. Warte mal kurz. Ich hau ein bisschen Gamma mit dazu, weil es nämlich aktuell so dunkel, man sieht aktuell gar nichts. So ungefähr. Dann zählt er ungefähr genauso viel bzw. wenig wie ich ungefähr. Also zumindest ein bisschen mehr als vorher. So. Okay. Dann kommt ein bisschen mehr noch. Perfekt. Okay, passt. Nice, 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 nice. Da haben wir 90% drin. Auffüllen. Da unten den Reaktor mal schnell auf. Reaktor, genau. Ein Reaktor. Unser Benzinreaktor. Okay. Dann läuft das Teil. So, ist leer. Perfekt, okay. Genau, mal schauen. Wir brauchen uns auf alle Fälle hier mal die andere Ansicht. Wir brauchen das, wir brauchen Licht. Digging, genau, okay. Ja, oh, scheiße, mir schon viel umgegraben. Holy shit. Läuft bei uns aber gerade ordentlich irgendwie. Ich dachte, wir wären noch lange nicht so weit, aber okay. Ja, also nächstes Ziel ist auf alle Fälle erstmal der große Bagger. Bin mir nicht sicher, wie schwierig das Ganze wird. Also ich glaube, oder haben wir echt den Claim letztes gekauft? Ich glaube schon, oder? Bin jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir haben den Claim gekauft, wo wir gerade aktuell draufstehen. Damit wir da quasi mal keine Kosten mehr haben. Und oh scheiße, Bagger müssen wir auch mal bald wieder auftanken. Ich hoffe zumindest, wir können uns das sparen und haben bis dahin den neuen dann, oder den größeren. Die Schaufel sind natürlich wieder komplett voll wahrscheinlich. Oder auch nicht. wow, das hat sich gelohnt, 6%. Ja, weil ansonsten, wenn wir das Ding jetzt voll machen oder je nachdem, und dann eben einen neuen kaufen, dann ist es halt kompletter Waste an Geld und ich weiß nicht so gern Geld, ehrlich gesagt. Also, ja, gewissermaßen schon, aber nein, Spaß. So, naja, also ich glaube, wir kriegen 7 Unzen pro Cleanout. Für 2, 3 Cleanouts soll es ganz noch reichen. 2 Cleanouts, dann hat man wie viel? 14 Unzen, dann hat man, ja gut, 20.000. Also für 3 muss es auf alle Fälle noch reichen, wenn wir bei 21 Unzen 30.000 oder so. Ja, okay, es reicht wahrscheinlich nicht, das sehe ich schon. Ansonsten machen wir das Ganze vielleicht irgendwie mit Kredit oder vielleicht sollten wir das Ganze generell dann irgendwie auf einen neuen Claim verlagern. Oder vielleicht einen Kredit über 100k und dann eben einen neuen Claim kaufen plus Bagger oder so. Ich habe keine Ahnung. Hier kriegen wir halt um einiges weniger raus als zum Beispiel auf dem anderen Claim dann. Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, ich weiß gar nicht, wie viel das man auf dem anderen Claim rauskriegt. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so viel mehr. Ich überlege gerade, aber ich glaube, es war letztens irgendwie auch bloß. Was waren das? 7 Unzen oder 8 Unzen oder so? Also gar nicht mal so viel mehr irgendwie.
Na klar, mit einem großen Wacker und so, dann summiert sich das Ganze schon. Und wenn du hier dann irgendwie mit jeder Schaufel 37% rausholst, dann macht das schon einen ziemlichen Unterschied. Oder bis zu 40%, glaube ich, sonst. Und das macht dann auf alle Fälle einen Unterschied. Also, ja, wobei man sagen muss, ich habe auch nichts dagegen, wenn man hier echt das Ganze langsam angehen lassen und dann wirklich mal in aller Ruhe hier mal uns Let's Play machen, ohne dass wir uns hier groß stressen oder so, weil, keine Ahnung. Ich meine, es ist irgendwie so ein cooles Game, kannst du echt in Ruhe backen und so und ja, keine Ahnung. Kannst irgendwie über bestimmte Themen reden. Themen sind eh so eine Idee, oder also so ein Ding. Wenn ihr mal irgendwie Lust habt auf bestimmte Themen oder so im Video hier, dann sagt Bescheid. Das ist nämlich im Prinzip genauso ein Brain-AFK-Game wie FLIVE oder Minecraft oder so. Da kannst du einfach in aller Ruhe immer noch über alle möglichen Themen reden. Weil du brauchst hier nicht sehr viel denken und bis auf Tasten klicken musst du eigentlich nichts machen. Also, ja, das ist eigentlich relativ easy noch. Und wie gesagt, also wenn ihr mal Lust habt auf irgendwelche Themen und so, sagt Bescheid. Ich hätte mich auf alle Fälle mal Lust drauf. Und ja, ich habe übrigens gesehen, die planen hier in Gold Rush noch einiges zu machen. Beziehungsweise nicht nur generell, aber jetzt auch zur nächsten Zeit. Es gibt dann einen DLC und ein DLC, glaube ich, für 5 € oder so. Das ist ganz in Ordnung. Das ganze Game kostet aktuell. Wie viel waren das? 20 Euro. Und ein 5 € DLC ist echt voll in Ordnung. Und auch vom Content her. Gut, klar, dafür, dass man es natürlich nur mal was sehr Monotones macht, ist es nicht zu wenig, aber ich finde es auch nicht zu viel. Also, ja, ich denke, der Preis ist ganz in Ordnung und ich finde es nicht schlecht, sagen wir so. So, wobei ich, wie gesagt, überlege, einen großen Bagger wird schon Sinn machen, wahrscheinlich. Weil der kleine hier, da haben wir halt einfach nicht so viel Spaß damit. Zumindest noch lange nicht. Also vielleicht auf dem besten Claim, vielleicht hat man da echt ein bisschen mehr Spaß, aber hier so auf den Claim mit wenig Gold Anteil ist das natürlich jetzt eher nicht gerade sehr lohnenswert. Also hier irgendwie 20% schaufeln und naja. 3% ungefähr pro Ding, also 33 Schaufeln brauche ich mindestens. Also selbst wenn ich jetzt hier das Ganze komplett voll machen würde. Ja, nicht ganz, so 3,5% glaube ich sind das. Also, ja, naja, gut, 33 Schaufeln ungefähr, ja. Abgesehen von den Schaufeln, die dann irgendwie wieder halb leer sind. Deswegen. Ja, keine Ahnung. Was meinten ihr? Könnt ihr gerne mit Kommentare reinschreiben. Ob wir uns einfach einen großen Bagger kaufen sollen auf Kredit oder einfach mal buddeln, bis wir dann eben mal hier ein Ding haben, einen großen oder je nachdem. So. Man könnte natürlich auch die Waschanlage, naja, wobei nicht wirklich. Ich überlege gerade, ob man die ein bisschen repositioniert oder so, aber es bringt mir auch relativ wenig, also. Haben wir jetzt auch nicht wirklich einen großen Nutzen, glaube ich, davon. Mein Problem ist einfach jetzt eher, dass die Waschanlage meistens leer läuft. Und halt jetzt nicht, dass wir irgendwie hier, dass die Wege zu weit sind. Also, das ist halt generell, ich meine, klar, eine Mischung aus beidem, aber 20% und so brauchst du gar nicht mehr anpeilen, dass das Ding hier dauerhaft läuft. Also, selbst wenn ich hier wirklich schaue, dass ich hier so wenig Zeit wie möglich verliere, dann bringt es ja trotzdem nichts. Und ich meine, wo willst du das Ding hinstellen? Das Ding rollt dann runter und steht wahrscheinlich irgendwo dann in der Grube drin und bringt halt irgendwie auch wieder nichts, deswegen. Blöd. Naja. Prozent, mal schauen. 67, 68, ja. Also ich bin noch nicht mal in der Grube drin in der Regel, dann das ist das Ding schon wieder leer. Also ich denke mal, große wird schon Sinn machen. Wie viel kostet das Ding nochmal? 68k oder wie viel war das? 70k? So ein Dreh irgendwie. Ist schon echt einiges, was man da wirklich investieren muss. Und ich meine, den Kredit zurückzahlen, das ist natürlich auch nicht ohne. Also, da hast du natürlich dann schon lange Zeit, lang was zu tun. Und lange Zeit sehr viel zu tun, sagen wir so. Lol, 30% waren es gerade? Hä, what the fuck?
Weil der Bagger hört wahrscheinlich gerade so übersetzt. Und auf einmal sind mal 30% drin. Interessant. Vielleicht irgendwie noch auf der Schaufel um was drauf. Weil es irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Strange. Okay. So, mal schauen. 79%. Mehr brauchen wir auf alle Fälle noch. Also. Ja, mal schauen. 80, knapp 80%. Ja, früher war es noch relativ easy. Da hast du, na, wobei easy ist relativ. Du hast natürlich früher nur die Hälfte effektiv gefarmt. Aber andererseits hast du halt immer direkt dann hier gleich 80% oder so pro Schaufel drin. Oder 70 oder was das waren. 70, glaube ich, waren es. Und das war natürlich dann auch. Oder 60? 60, glaube ich, könnte das gewesen sein. Was natürlich dann auch relativ entspannt war. Dann konntest du natürlich irgendwie in Ruhe dann erstmal. Dann Dinge holen und halt mit 20% ist natürlich also schon wirklich um einiges weniger. Also man spürt schon ziemlich stark. So, 87%. Mal schauen, was der Cleanout so bringt. Ich weiß gar nicht, ob es nochmal ein Update gab, aber ich glaube bisher nicht mehr. Ja, genau, die haben glaube ich noch geplant, einen Bohrturm, glaube ich, mit reinzubringen, dass man, oder so, was ein Bohrturm, oder irgendein Bohrer oder so, ob man das wahrscheinlich testen kann, wie viel Gold es tatsächlich in dem Gebiet ist, weiß ich nicht. Dann noch einige neue Fahrzeuge, irgendwie neue Rinnen, eine größere Waschanlage, glaube ich, nochmal, was noch alles? Da war einiges, aber hab's gerade weder auf, noch habe ich es im Kopf, deswegen bin mir gerade ganz sicher. Geile halbe Schaufel. Wow. Worth it. So. Ich meine, ich kann natürlich auch mal ein bisschen. Komm, jetzt geben wir mal ein bisschen mehr. So schon eher, genau. Ich kann natürlich auch mal offscreen hier ein bisschen weiterspielen, dass ich hier schon mal sage, wie ich farme hier mal irgendwie 20 Unzen oder so. Zwischen den Let's Plays immer. Also zwischen jedem Let's Play, dass ich mal 20 Unzen oder so farme. Also 3 Cleanouts, 21 Unzen. Und wäre natürlich schon auch eine Idee, wodurch man dann zumindest ein bisschen schneller vorankommen würden. Und kann man natürlich auch machen. Also wenn ihr drauf Lust habt, dann sagt ihr Bescheid. Also gibt sehr viel, was wir machen könnten. Shit, schnell ausmachen. Wow. So, haben wir einen McIntyre-Abschalter? Haben wir keinen, okay. Ja, scheiß auf Geld, wir brauchen Geld. Brauchen wir sowas? Never. Never ever. So, 0,6, 1,4, ja, okay. Mal schauen, 7 Unzen sollten wir, glaube ich, erreichen etwa. Ich zweifle es gerade so ein bisschen, weil wir kriegen gerade nicht gar nicht mal so viel raus. Ich meine, 5 Unzen ist schon eine Menge. 7, 6 Unzen, 7 Unzen. 7,5 Unzen? 7,6 Unzen? Das geht eigentlich. 7,6 Unzen ist gut eigentlich. Gut, ich sagte auch noch irgendwas von Rich Spots. Also wenn man hier quasi Spots hat, wo man quasi hier wirklich sehr viel findet. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt gerade schon was gefunden haben oder so. Wenn es die jetzt tatsächlich gibt, dann wäre es natürlich schon so, dass man überlegen könnte, bleiben wir trotzdem hier. Weil wenn man jetzt hier ein normaler Spot 7,6 bringt, dann... Ja, dann geht's eigentlich, also. Oder vielleicht haben wir gerade auch die ganze Zeit Rich Spots. Könnte natürlich auch sein. Vielleicht sind es normal nur 2 oder 3 Unzen oder so. Keine Ahnung. Hier ist es ein bisschen dunkler und da hinten wird es dann heller. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber. Weil man sagen muss, wir haben es eh schon relativ gut aktuell. Ich meine, damals haben wir ja mit der Schaufel so gefarmt. Das hat echt ewig dauert. Und. Wenn man das jetzt bedenkt, dann sind wir jetzt eh aktuell schon echt ziemlich gut dran, also. Das passt eigentlich. So, jetzt muss ich gleich mal schauen. Ich muss morgen noch was machen für die Schule dann. Da habe ich total Lust drauf. Ja, irgendwie dann ganz, ganz blödes Video. Und ich meine, wie gesagt, Videos machen, das ist eigentlich schon mein Ding, aber. In der Regel suche ich mir halt eben das Videomaterial selbst aus und. Naja, wenn du es weder aussuchen kannst, noch selbst drehen kannst und so, ist es natürlich schon echt blöd. Also.
finde das persönlich nicht gut. Und dass sowas dann in der Prüfung oder Zwischenprüfung über 50% zählt. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Finde ich sehr komisch. Vor allem, wenn du da als Kurs oder als das Ding hier als Ausbildung Cutter machst und dann quasi so das erste Video komplett in die Zwischenprüfung reinzählt. Das ist irgendwie echt komisch, wie ich finde. Aber gut, vielleicht bin ich so der Einzige, der das so empfindet. Ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie auch normal, aber ich finde es sehr komisch. Also, normalerweise macht man doch dann das Ganze mit dem dritten oder vierten Video oder so, aber das erste. Also, naja. Sehr komisch das Ganze und müssen wir mal schauen, aber. Ja, wird auf alle Fälle Spaß. Heute ist Montag, bis morgen brauche ich's. Bedeutet für mich quasi erstmal, das wird spaßig. Das wird richtig spaßig. Und naja. So, jetzt haben wir nochmal 20%. Ich würde sagen, am besten aufhören, wenn es am schönsten ist. Ob es gerade schon schön ist, weiß ich nicht, aber ich denke, momentan kriegen wir schon ganz gut hier was an Geld zusammen. Wenn auch nicht genug, aber naja. Okay, dann würde ich sagen, das war's jetzt mal mit dem Video. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Gold Rush LP.